Ja, liebe Abdos-Mitglieder, liebe Gäste, liebe Interessierte, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem ja mittlerweile vierten virtuellen Workshop von Abdos und Fachinformationsdienst Ost. Mein Name ist Eva Maurer, ich leite die Schweizerische Osteuropa-Bibliothek und begrüße Sie hier als Mitglied des Vorstandes der Abdos und freue mich sehr, dass ich Sie heute durch den Nachmittag führen kann. Wir haben heute ein ganz aktuelles Thema, das viele Bibliotheken, viele Informationsdienstleister und alle, die sich im Forschungskontext bewegen, eben zurzeit beschäftigt, nämlich das Forschungsdatenmanagement. Forschungsdatenmanagement war ja schon länger ein Thema in den Natur- und Sozialwissenschaften, aber mittlerweile ist es wohl in allen Wissenschaftszweigen angekommen, dass das eine Frage ist, mit der man sich beschäftigen muss. Insbesondere zumindest aus Schweizer Perspektive und soweit ich das im weiteren europäischen Raum überblicke, stellen die meisten Forschungsförderer mittlerweile die Anforderung auf, dass man Datenmanagementpläne und Vorsorgen und so weiter einrichten muss, wenn man ein Fördergesuch einreicht. Und das stellt gerade in den Geisteswissenschaften natürlich vor einigen Fragen. Was sind überhaupt Forschungsdaten? Wie bewahrt man die auf? Wie macht man sie zugänglich? Und wie sucht man wiederum nach diesen dann zugänglich gemachten Daten? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Da gibt es also viele offene Fragen und ich bin sehr gespannt und sehr froh, dass wir heute drei Referierende hier haben, die uns da ein bisschen Licht auf diese Fragen werfen werden. Drei Referierende, die uns Einblick geben am Beispiel des sich im Aufbau befindenden Forschungsdatendienstes Ostdata, also ein Forschungsdatendienst für Ost-Mittel- und Südosteuropa-Forschung. Und das sind in der Reihenfolge, die ich hier auf der Folie habe, Frau Dr. Annalena Körfer vom Herder-Institut, sowie jetzt außerhalb der Reihenfolge Dr. Arno Stranzl von der Bayerischen Staatsbibliothek, die beide in diesem Projekt in Ostdata impliziert sind, die da beide also dran aktiv mitarbeiten. Und die Frau Dr. Ruth Sindt von der UB Kiel, die auch über die Zusammenarbeit zwischen Ostdata und dem Fachinformationsdienst Nordeuropa noch weiter berichten wird und die Sie auch schon vom letzten Workshop kennen. Ja, ich freue mich sehr, dass diese drei uns hier eben das Projekt näher vorstellen und Sie aber auch alle hier Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und mit den Referierenden in Interaktion zu treten. Sie können wie üblich schon während der Veranstaltung einfach in den Chat Fragen stellen. Die werden zum Teil dann direkt bearbeitet werden und beantwortet werden, aber es wird zwischen den einzelnen Blöcken auch die Möglichkeit geben, Fragen direkt zu stellen und dann natürlich im Anschluss an die Veranstaltung. Ja, der erste Teil, in das Input bis ungefähr 16 Uhr haben wir geplant, wird aufgezeichnet und hinterher stellen wir die Aufzeichnung wie üblich ab für die Diskussion. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Ich schaue in die Runde, dann würde ich hier den Referierenden übergeben und bedanke mich schon jetzt recht herzlich. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite im Namen von Ostdata und im Namen vom FED Nord, dass wir hier heute Ihnen eine kurze Einführung ins Forschungsdatenmanagement geben dürfen. Ich würde hier meine Folie noch freigeben. Genau, Forschungsdatenmanagement der Ost-Mittel- und Südosteuropa-Forschung ist der Name des heutigen Webinars. Bevor wir dazu richtig einsteigen, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, was eigentlich Ostdata ist. Wir sind ein Projekt, das von der DFG gefördert wird, seit 2019 in einer ersten Phase erstmal für 3 Jahre und haben in dieser Zeit die schöne Aufgabe, die ganzen Fragen, die Frau Maurer gerade aufgeworfen hat, für die Ost-Mittel- und Südosteuropa-Forschung zu beantworten. Vielleicht vorneweg, wir können auch noch nicht auf alles endgültige Antworten geben, wir sind aber dran, mittendrin und geben Ihnen dazu heute sicherlich oder hoffentlich auch einen guten Einblick. Was genau machen wir in Ostdata? Wir bauen zum einen eine technische Infrastruktur auf, die eben zur Speicherung, Veröffentlichung, Langzeitarchivierung und Suche von Forschungsdaten aus der Ost-Mittel- und Südosteuropa-Forschung dienen soll. Und zeitgleich bieten wir auch vielfältige Beratungsleistungen für die wissenschaftliche Community an, um überhaupt zu vermitteln, was diese Forschungsdaten, was das Forschungsdatenmanagement sind. Eine der Veranstaltungen ist eben zum Beispiel heute das Webinar und wir hoffen, da möglichst viele aus der Community einfach ansprechen zu können, um einfach einen Einstieg in dieses sehr spannende, aber doch auch recht ausufernde Thema
geben zu können. Genau, vielleicht noch kurz dazu, wer ist eigentlich OSDA? Daneben Frau Körfer vom Herder-Institut sind noch das IOS in Regensburg beteiligt, das GWZO in Leipzig sowie das Kollegium Carolinum, also sind die direkten Projektmitarbeiter. Die Tatsache, dass Frau Sint heute auch mit uns zusammen vortragen wird, zeigt auch, dass wir schon beginnen, Kooperationen mit anderen Playern in der weiteren Ost-Ost-Mittel- und Südosteuropa-Forschung anzugehen. Wir sind auch gerade dabei, einen Folgeantrag für OSDATA zu schreiben, und da wird auch einer der größeren Aspekte sein, dieses Netzwerk von OSDATA noch national wie auch international weiter zu erweitern. Genau, was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir würden Sie erstmal etwas auf die Folter spannen, würden nicht gleich darauf eingehen, was eigentlich Forschungsdaten sind, sondern möchten das erstmal in einen etwas weiteren Kontext von Open Science und der aktuellen Wissenschaftspolitik setzen, um dann in einem zweiten Punkt, da würde Frau Körfer übernehmen, vorzustellen oder einen Definitionsversuch von Forschungsdaten anzustellen, um dann in einem dritten Modul darüber zu sprechen, was Forschungsdatenmanagement dann konkret bedeutet, welche Schritte es umfasst. Dann würde wieder Frau Körfer übernehmen und darauf eingehen, auf den Aspekt der Datendokumentation. Also da gibt es so das Tool des Datenmanagementplans. Wir würden auch einen ganz kurzen Einblick auf das OSDATA-Metadatenschema geben und würden dann an Frau Sint übergeben, die zum einen ganz kurz auf die Beratungsangebote von OSDATA eingehen würde, beziehungsweise dann vor allem darüber sprechen würde, wie die Kooperation mit FIDs zum Beispiel am Beispiel des FID Nords aussehen kann. Genau. Dann würde ich gleich in das erste Modul gehen, Open Access. Open Access und Open Science vor allem. Und es gibt ja diese Open Science Bewegung seit ungefähr den Anfang der 1990er Jahren, wo so diese Bewegung sich etabliert hat, überlegt hat und festgestellt hat, aufgrund verschiedenster Mängel in der damals betriebenen und auch heute noch betriebenen Wissenschaft, dass einfach die Transparenz in der Forschung und auch in der Wissenschaftskommunikation verbessert werden sollte, um eben bestmöglich wissenschaftliche Informationen veröffentlichen zu können. Einer der Beweggründe, das wissen Sie sicherlich alle, war auch die Zeitschriftenkrise, wo einfach Zeitschriftenabos immer teurer war und der Zugang zu Informationen erschwert wurde, gerade zum Beispiel auch vielleicht für Personen aus dem östlichen Europa, die nicht die Anschaffungsetats hatten wie manche westlichen Bibliotheken. Damit, also unter dem Oberbegriff der Open Science, ist die Forderung nach Open Access zu sehen, das Ihnen sicherlich auch allen etwas sagt, also der freie, uneingeschränkte und kostenlose Zugang zu wissenschaftlicher Literatur, aber auch anderen Materialien im Internet. Andere Materialien würde dann zum Beispiel auch umfassen eben Forschungsdata, wo wir dann wiederum beim Begriff von Open Data wären, was ein weiteres Kernprinzip von Open Science ist, also dass wir gerade um Transparenz bei Forschung besser herstellen zu können, besseren Einblick in Forschungsprozesse anbieten zu können, die besser nachvollziehbar zu machen, dass wir auch die zugrunde liegenden Forschungsdaten oder Daten bzw. Forschungsdaten veröffentlichen und diese ebenfalls soweit möglich frei zugänglich veröffentlichen sollen. Vielleicht dazu auch gleich die Einschränkung, nicht, dass gleich ein Aufschrei kommt, oh nein, da muss ich jetzt alles veröffentlichen. Es geht bei der Veröffentlichung Forschungsdaten natürlich auch darum, dass man rechtliche und ethische Gründe durchaus mit einbezieht in die Überlegung, ob etwas zu veröffentlichen ist oder nicht. Ich glaube, das plastischste Beispiel gerade in Geistes- oder aber auch Sozialwissenschaften ist Interviews zum Beispiel mit Informantinnen, die eben nicht genannt werden möchten. Also bitte gleich merken, Aspekte der Anonymisierung gehen dann schon vor diesem Willen zu Open Science und Open Data. Da möchte ich ganz direkt darauf hinweisen. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch in OSDATA-Form auf die Fahnen geschrieben, da wirklich diese Prinzipien von Open Science und auch Open Data mit einem offenen Zugang zu den Forschungsdaten als leitend für unsere Arbeit anzusehen. Genau, diese Entwicklung, die in den 1990er Jahren eben mit Open Science begann, wurde dann in den Nuller- und Zehnerjahren, zumindest in Deutschland oder auch in Deutschland, von verschiedenen wissenschaftsfördernden, wissenschaftspolitischen Institutionen aufgegriffen und konkretisiert. Ich habe jetzt einfach nur mal hier die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen aufgeführt, die sich eben auch für einen offenen Zugang zu Forschungsdaten ausspricht. Dabei wird als wichtigste Punkte unter anderem genannt, dass eben eine Transparenz hergestellt wird, wie ich es eben auch schon erwähnt hatte, aber auch was als weiterer
gleichberechtigter Punkt angesehen wird, dass es eine Qualitätssicherung durch die prinzipielle Reproduzierbarkeit der Forschung gegeben wird, also überhaupt diese Forschung nachvollziehen, was es gab ja in den letzten Jahren immer wieder größere Skandale, dass sich im Nachhinein Forschungsprojekte als gefälscht ergeben haben. Und da ist schon auch die Hoffnung und der Anspruch verbunden, dass wenn die Daten veröffentlicht werden, dass man das viel besser nachprüfen kann. Es gehört aber auch, muss man auch dazu sagen, dass da natürlich auch die Hoffnung mit reinspielt, dass man Kosten sparen kann, dass Daten einmal erhoben werden und diese nicht fünfmal erhoben werden. Das heißt, dass die Forschungsförderung und im Endeffekt auch die Gesellschaft auch für das Geld, das sie hat, mehr Forschung bekommt sozusagen im Long Run. Konkret äußert sich das oder gerade tagespolitisch aktuell dieses Thema Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement. Frau Maurer hat es ja auch schon erwähnt, dass das immer mehr Thema ist. In Deutschland wurde zum Beispiel jetzt auch im Januar die Datenstrategie der Bundesregierung veröffentlicht. Da geht es schon auch viel um Daten einfach im wirtschaftlichen Kontext, aber auch das Forschungsdatenmanagement wird an verschiedensten Stellen immer wieder erwähnt. Also Sie sehen, das ist jetzt nicht nur etwas, was sich im Bereich der Wissenschaft der Forschung bewegt, also der universitären und außeruniversitären Forschung, sondern auch durchaus gesamtgesellschaftliche Bedeutung angesehen wird. Ein weiterer Aspekt oder Beispiel für die mittlerweile gestiegene Bedeutung von Forschungsdaten ist auch die Etablierung einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland. Da werden seit oder sollen von Bund und Ländern gemeinsam bis in den nächsten 3 Jahren angefangen, insgesamt 30 fachspezifische Konsortien gefördert werden, die eben zum Beispiel für die Kulturwissenschaften, für die Chemie- oder Materialwissenschaften nationale Forschungsdateninfrastrukturen aufbauen für ihre Fächer, die wiederum unter dem Dach einer gesamten nationalen Forschungsdateninfrastruktur zusammenfinden sollen. Das ist ein Projekt, das von Bund und Ländern jährlich mit bis zu 90 Millionen Euro gefördert wird und zunächst auf 10 Jahren ausgelegt ist. Also Sie sehen, dass da sich auch von Forschungsfördererseite einiges, aber auch von politischer Seite einiger Willen besteht, das Thema wirklich voranzubringen. Auch auf DFG-Seite wird es stark gepusht, das Thema. So gibt es mittlerweile von einer Reihe von Fachkollegien bei der DFG fachspezifische Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten, die dann auch Einfluss in die Begutachtung von Forschungsprojekten einfinden und in den jetzt letztes Jahr veröffentlichten Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis beschäftigen sich jetzt die Leitlinien 15 bis 17 explizit mit dem Forschungsdatenmanagement und der Veröffentlichung von Forschungsdaten. Also da heißt es dann unter anderem langfristige Sicherung und öffentliche Zugänglichkeit von Forschungsdaten und Ergebnissen wird eben als Teilaspekt guter wissenschaftlicher Praxis angesehen, aber auch, dass Institutionen infrastrukturelle Grundlagen zur Verfügung stellen sollen, also zum Beispiel Anbindung an fachspezifische Repositorien, wie es zum Beispiel eben OSDATA ist oder im Aufbau befindet. Die Bedeutung zeigt sich auch, dass das BMBF zum Beispiel letztes Jahr im Herbst einen Aktionsplan Forschungsdaten veröffentlicht hat oder dass bei den Horizon 2020 Forschungsprojekten die Abgabe eines Datenmanagementplans verpflichtend ist. Also Sie sehen, das wird wirklich, wir werden nicht mehr davon wegkommen, weil es auch sehr viel Sinn macht, aber es wird auch noch sehr viel Arbeit bereiten, das dann auch wirklich konkret umzusetzen. Genau. Vielleicht so ein bisschen aus Informationsinfrastrukturperspektive interessant. Noch ein Begriff, den wir auf jeden Fall auch nennen möchten, weil der gerade auf so Datenmanagerin-Seite sehr virulent ist in den letzten 2, 3, 4 Jahren der Diskussion, und zwar die Fairness von Forschungsdaten oder faire Forschungsdaten. In diesem Akronym versteckt sich so ein bisschen auch aus diesem Open Access-Gedanken herausdestilliert die Anforderung an Forschungsdaten bzw. von Forschungsdateninfrastrukturen, dass Forschungsdaten eben auffindbar sind, dass sie zugänglich sind ohne große technische Hürden und am besten eben, wie gesagt, im Open Access, dass sie auch interoperabel sind, das heißt, dass bestenfalls Dateiformate zum Beispiel gewählt werden, die sehr weit verbreitet sind oder zumindest in der Fachcommunity genutzt werden können, wo man weiß, wie man damit umgehen kann, um eben auch diese Nachnutzungsperspektive zu stärken, die eben als eigene auch Anforderung reusable im Rahmen von FAIR genannt wird.
Ich wollte den Begriff, das sind im Endeffekt auch so ein bisschen Allgemeinplätze, wenn man jetzt drauf eingeht, aber er ist doch sehr wichtig und deswegen war also sehr oft genannt im Bereich des Forschungsdatenmanagements und wir wollten Ihnen einfach diesen noch kurz vorstellen, falls Sie den mal hören, in diesem Kontext genau, dass Sie auch wissen, worum es da genau geht bei der Fairness von Forschungsdaten. Genau, Fairness von Forschungsdaten, dann übergebe ich an Annalena, die uns vorstellen wird, was diese Forschungsdaten eigentlich sind. Ja, vielen Dank. Ich übernehme jetzt das zweite Modul und Arnosch, du kannst gerne schon die nächste Folie öffnen. Wir hätten jetzt zum Warmlaufen sozusagen für Sie eine erste Einstiegsfrage. Es gibt ja heute ein sehr diverses Publikum, also einerseits die Informationsspezialisten und Spezialistinnen, aber vielleicht sind auch Forschende dabei oder natürlich kann man sagen, dass viele Leute, die in Bibliotheken arbeiten, wohl selber auch einen eigenen Forschungshintergrund haben und womöglich ja auch weiterhin selber Forschung betreiben. Und wir würden Sie gerne fragen, welche Daten sehen Sie als Forschungsdaten an, beziehungsweise vielleicht auch als Ihre eigenen Forschungsdaten an und hätten jetzt hier eine Umfrage, die sich jetzt hoffentlich bei Ihnen öffnet und die Sie mit Klicken auf die entsprechenden Antwortmöglichkeiten ausfüllen können. Genau, haben wir die Umfrage jetzt beendet? Sehen Sie alle das Ergebnis der Umfrage? Ja, also die Antworten sind sehr divers und es gibt ganz klare Favoriten und auch vielleicht sozusagen Forschungsdaten, bei denen man nicht vielleicht direkt denken könnte, dass sie Forschungsdaten sind. Also Annotationen und Exzerpte wurden nur von 40% der Teilnehmer angeklickt, genauso wie Computerskripte und Quellcode. Das wären jetzt eher die Schlusslichter. Es ist in der Tat so und Arnosch, ich würde dich bitten, die nächste Folie zu öffnen. Dass alle diese Forschungsdatentypen, die Sie jetzt in der Umfrage gesehen haben, nach unserer Meinung in OSTdata und auch eigentlich nach einem breiten Verständnis von Forschungsdaten in den Bereich von Forschungsdaten fallen. Also was sind Forschungsdaten? Die Frage würde ich hier gern erstmal eröffnen. Forschungsdaten stellen all jene Daten dar, die auf Grundlage wissenschaftlicher Methoden gesammelt, erzeugt, entwickelt, beschrieben und oder ausgewertet sowie angemessen dokumentiert werden. Das ist die Definition, die wir in OSTdata entwickelt haben, eben anhand von Johanna Puhl und anderen. Sie sehen unten die Angabe, die entsprechende dazu. Und das ist ein relativ breiter Begriff von Forschungsdaten, der also viele unterschiedliche Forschungsdatentypen auffasst, von denen wir denken, dass sie gerade für die Mittel- und Südosteuropa-Forschung entscheidend und wichtig sind. Also es ist uns in OSTdata ein großes Anliegen, eben ein fachspezifisches Angebot für diese Community zu entwickeln und deswegen haben wir uns auch für einen solch breiten Begriff von Forschungsdaten entschieden und diese Liste, die Sie hier finden, gibt es auch nochmal in einer ähnlichen Form vom Verband der deutschen Historiker und Historikerinnen. Da gibt es eben sozusagen ähnliche Kategorien, auch die haben sich schon mit dem Thema Forschungsdaten und mit einer Definition beschäftigt, sodass sie große Schnittmengen finden. Das ist also einerseits schon etwas, von dem wir denken, das wird besonders in den Forschungsbereichen, die wir ansprechen wollen, an Forschungsdaten produziert und das wollen wir auch gerne in OSTdata publizieren. Aber es ist jetzt nicht nur ausschließlich, sondern findet sozusagen eine disziplinäre Anbindung auch an andere geschichts- und geisteswissenschaftliche Fächer. Ton- und Videoaufnahmen von Interviews gehören dazu. Unmittelbare digitale Repräsentationsformen von kulturellen Objekten. Also Digitalisate würden da auch reinfallen. Transkripte von Texten, Sprachaufnahmen, Annotationen und Exzerpte. Etwas überraschend vielleicht, Bibliografien zählen wir auch dazu, Taxonomien, Ontologien, kontrollierte Vokabularien und Normdaten. Also auch das sind natürlich Daten, mit denen man im Forschungsprozess zu tun hat, die als zum Teil auch als Arbeitsdaten, wenn man so möchte, natürlich einerseits notwendig sind, im Fall von Bibliografien wohl eher als ein Sekundärprodukt aus einem Forschungsprozess hervorgehen sozusagen. Mess-, Umfrage- und Erhebungsdaten, zum Beispiel aus empirischer Forschung, aber eben nicht nur. Text- und Sprachkorpora, Auswertungen von quantitativer Sozialforschung.
Computerskripte und Quellcode. Das kam jetzt in unserer Umfrage noch nicht so, so stark sozusagen raus, aber natürlich in Digital Humanities Projekten, in denen Tools entwickelt werden oder wo man mit einer Annotationsoberfläche arbeitet, gehört natürlich auch der Code, mit dem man dieses Programm schreibt und bearbeitet, zur Dokumentation und zu den Forschungsdaten, die in diesem Projekt entstehen. Abbildungen von physischen Objekten, Grafiken oder Diagrammen, Netzwerkanalysen und Visualisierungen. Auch das ist ein Bereich, der immer mehr in diesen digitalen Projekten, auch in den Geschichtswissenschaften, sich durchsetzt. Also Python-Skripte sind da ja oft die Grundlage für solche Netzwerkanalysen. Häufig haben die Netzwerkanalysen auch etwas mit Georeferenzierung oder Geodaten, Ortsverzeichnissen zu tun. Kritische Editionen von Quellen und Texten gehören auch dazu, sowohl hybrid als auch klassisch in Print sozusagen. Digitale Forschungsumgebungen, traditionelle und neue Formen der Ergebnispräsentation. Man hat immer häufiger auch mit Projekten zu tun, die sich natürlich mit dem Internet beschäftigen, mit Hypertext-Websites, mit Twitter-Accounts. Das sind alles Daten, die für entsprechende Projekte als Forschungsdaten gelten können. Und Algorithmen und fachspezifische Software, Werkzeuge wäre nur noch so ein weiterer digitaler Aspekt womöglich. Gerne auf die nächste Folie springen. Ich würde gern jetzt noch ein bisschen stärker auf die Publikation von Forschungsdaten eingehen und welche Anforderungen Forschungsdaten eigentlich erfüllen müssen, damit sie sich für eine Publikation eignen. Also man muss vielleicht dazu sagen, das Modul zum Forschungsdatenmanagement kommt jetzt gleich erst noch, aber Forschungsdaten bearbeiten ist sozusagen nicht immer nur oder verfolgt nicht immer nur das Ziel, sie anschließend auch zu publizieren, sondern Forschungsdatenmanagement umfasst eigentlich den ganzen Bereich der Bearbeit an Daten. Also die Publikation ist nachher ein Endpunkt, aber die Schleifen, die man sozusagen in seinem täglichen Forschungsprozess durchläuft, gehören mit zum Datenmanagement im weitesten Sinn und natürlich auch zum Forschungsdatenmanagement, eben wenn Forschungsdaten involviert sind. Entscheidend ist eben für die Publikation von Forschungsdaten eine langfristige Auffindbarkeit dieser Daten durch dauerhafte Adressen, also durch Persistent Identifiers. Und ich denke, die meisten von Ihnen kennen schon die DUI als ein Identifier und aber auch persistente URLs zählen dazu, also persistente Links. Ganz entscheidend auch für das Auffinden von Metadaten und das Verschlagworten ist die Beschreibung von Daten und Datensammlungen durch Metadaten. Und mein Kollege Martin Schwarten hier am Herder-Institut hat in einem unserer internen Workshops das sozusagen die Metapher eines digitalen Bücherregals verwendet. Und das fand ich sehr spannend und auch lohnenswert, das vielleicht einfach hier auch nochmal vorzustellen. Metadaten heißt, Sie müssen die Dateien von außen sozusagen beschreiben mit übergeordneten Kategorien, die Sie auch anderen Dateien zuweisen können, damit Sie eben aus einem Pool von Daten Ihre Dateien wiederfinden. Und Sie müssen sich das so vorstellen wie ein großes Bücherregal, in dem Sie, keine Ahnung, 100 Bücher haben und Sie nehmen die Titelblätter aus diesen Büchern und stellen sie wieder zurück ins Regal. Und wollen nun anhand eines OPACs, also ne, Sie stellen sich vor, die Titelblätter sind sozusagen verschlagwortet im OPAC und wollen nun mit dem OPAC, in dem ja jetzt das Titelblatt nicht mehr drin ist, weil Sie es ja leider vorher entfernt haben, dieses Buch suchen und Sie werden es dann nicht mehr finden. Und so ist es eben auch mit Dateien, die keine Metadaten haben, keine dateiinternen oder die nicht nachträglich mit Metadaten ausgezeichnet werden. Man wird sie sozusagen nicht wiederfinden in einer Ansammlung von Dateien, wenn man nach ihnen sucht. Also es gibt sozusagen jetzt zwei Wege, wie man Dateien mit Metadaten beschreiben kann. Einmal natürlich quasi für die Publikation durch ein Metadatenschema des jeweiligen Repositoriums oder des, ja, der Infrastruktur, in der die Datei gespeichert und abgelegt werden soll. In der Regel oder in OSDATA entwickeln wir ein eigenes Metadatenschema. Da werde ich nachher noch näher drauf eingehen, aber es gibt natürlich auch andere Repositorien, die auf standardisierte Metadatenschemata zurückgreifen. Es wird bei OSDATA auch so sein, dass wir ein Mapping vornehmen mit anderen Metadatenschemata, aber dazu vielleicht später noch etwas mehr.
Und es ist durchaus sinnvoll, auch Dateien, schon bevor man sie in ein Repositorium übergibt, mit dateiinternen Metadaten auszuzeichnen. Also wenn Sie zum Beispiel in einer Word-Datei arbeiten, dann haben Sie über Datei und Eigenschaften die Option, sich selber als Autorin einzutragen oder als Autor, beteiligte Personen, die an der Datei arbeiten, zu nennen, Versionen zu nennen, die Institution, an der Sie tätig sind. Also einfach Eingaben zur Datenprovenienz zu machen. Das Eignen gibt, die Möglichkeit gibt sozusagen bei Bilddateien auch. Also das ist die andere Seite. Also einmal die Verschlagwortung über ein Metadatenschema und aber auch die dateiinterne Metadatenvergabe. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, wenn man über die Publikation von Forschungsdaten nachdenkt, dass man auch während des Forschungsprojekts Dateiformate verwendet, die in der jeweiligen Disziplin gängig sind. Das heißt, die von vielen anderen Forschenden in der Disziplin genutzt werden, die die Langzeitarchivierung unterstützen und die möglichst frei und anbieterunabhängig genutzt werden können. Als Beispiele sind hier jetzt TIFF für Bilddateien aufgeführt und PDF. PDF hat natürlich den Nachteil sozusagen, dass es nicht direkt nachnutzbar ist, in dem Sinn, dass man die Datei problemlos weiter bearbeiten und beschreiben kann. PDF dient aber quasi den Anforderungen, die die Langzeitarchivierung mit sich bringt. Die Open Access Publikation von Forschungsdaten steht unter spezifischen Anforderungen. Da hat Arnosch ja eben auch schon kurz darauf hingewiesen. Das wollte ich hier einfach nur noch mal kurz aufnehmen. Und diese Anforderungen müssen eben vorab ausgelotet werden. Das ist jetzt hier sehr zusammengerafft. Man könnte es aber quasi auf diese drei Bereiche erstmal zusammenbringen. Daten können Datenurheber- und personenschutzrechtlich geschützt sein. Also es gibt rechtliche Fragen, die mit der Publikation von Forschungsdaten verbunden sind und die mitunter auch sehr komplex und spezifisch sein können, je nach Forschungsgegenstand. Durch die Speicherung in einer anderen Datenbank können eben Daten auch die Rechte von Dritten betreffen. Auch das muss man bedenken, wer hat eigentlich die Nutzungsrechte an gewissen Daten, die ich vielleicht nutze in meinem Forschungsprojekt. Und durch heterogene Speicher- und Dateiformate können Dateien eben auch nicht unbedingt die nötigen technischen Qualitätsstandards erfüllen. Aber da ist es so, dass OSTdata sich sehr darum bemüht, diese Vorgaben möglichst konkret zu halten und auch Informationsmaterialien und Handreichungen zu erstellen, die ihnen bei der technischen Umsetzung und auch bei der Arbeit an den Dateiformaten von Nutzen sein sollen und sie da unterstützen sollen. Bitte die nächste Folie. Zusammenfassend kann man also sagen, Forschungsdaten sind ganz grob gefasst Daten von und für die Forschung. Und Forschungsdatenmanagement, und das ist jetzt schon etwas, was ein bisschen vorausweist auf das nächste Modul, zielt zum einen auf die Nachvollziehbarkeit von Forschung. Das hat eben viel mit dem Open Access und Transparenzgedanken zu tun und soll eben auch die Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten verstärken und womöglich auch ganz neue innovative Forschungsideen dadurch generieren und möglich machen. Und jetzt gebe ich an Arnosch ab. Vielleicht noch die Frage, ob es zu diesem Blog-Modul direkt Fragen gibt, Nachfragen, Verständnisfragen. Falls dem nicht so ist, dann würde ich in der Tat zum weiteren Modul gehen und das angeteaserte Forschungsdatenmanagement vorstellen wollen. Um dies einzuführen, möchte ich noch einen weiteren Begriff aus der weiten Welt des Forschungsdatenmanagements einführen, nämlich den Forschungsdatenlebenszyklus, der eben auf sehr idealtypische Weise versucht zu veranschaulichen, wie eigentlich so, wie der Name sagt, der Lebenszyklus von Daten aussieht. Wir haben das jetzt, dann gibt es auch in verschiedensten Fassungen. Wir haben das jetzt für OSTdata, für unsere Zwecke angepasst, auch im Hinblick auf die Vermittlung von Wissen zum Forschungsdatenmanagement. Und ich würde einfach oben starten. Gemeinläufig, der deckt sich sehr stark natürlich mit normalen Forschungsprojekten, ist aber eben erweitert um den Aspekt des Datenmanagements. Und da wäre für uns einfach wichtig, dass
auch Forschungsprojekte, die wie bislang gestartet worden sind, dass nicht nur die geplant werden sollen, sondern dass man gleichzeitig auch sich Gedanken machen sollte zum Datenmanagement. Und wie Annalena vorhin schon meinte, da geht es jetzt vielleicht nicht unbedingt nur schon mit auf die Veröffentlichung von Forschungsdaten zu schielen, sondern sich erstmal zu überlegen, wie werde ich eigentlich mit den Daten, die heutzutage sicherlich in jedem Projekt anfallen, umgehen. Das sind ganz banale Dinge wie eine Ordnerstruktur. Wo werde ich meine Manuskripte ablegen? Wie benenne ich sie? Wenn ich im Archiv war und irre viele Fotografien von Archivdokumenten gemacht habe, sollte ich mir vorher überlegen, wie ich die benenne, wie ich die beschreibe, wo ich sie ablege. Nicht, dass ich da ein Durcheinander habe. Also das sind so alles Aspekte, die man eben am besten von Anfang an beim Forschungsprojekt, also nicht nur die Forschungsfrage sich überlegt, sondern auch überlegt, wie ich die Daten, die ich für diese beim Forschungsprojekt erheben werde oder auch bearbeiten werde, wie ich die ablegen kann. Nachdem man das am Anfang gemacht hat, ist man dann wirklich mittendrin in der Datenerhebung, aber auch Datennachnutzung, denn es kann ja auch sein, dass man schon auf Forschungsdaten von anderen Forschenden gestoßen ist, die man nachnutzen kann. Dass man zum Beispiel eben eine Transkription, Übersetzung einer wichtigen Quelle schon hat. Das heißt, man muss vielleicht nicht mehr in das eine spezielle Archiv fahren, sondern hat das Glück, kann das nachnutzen oder hat ein Interview mit einer Zeitzeugin gefunden, wo schon sehr viele Informationen drinstecken, die einem auch bei der eigenen Forschung helfen können. Bleiben wir beim Beispiel des Interviews. Wenn Sie da neue erheben, haben Sie sich beim Planen des Datenmanagements schon überlegt, dass Sie am besten eine Einwilligungserklärung brauchen, um auch wirklich rechtskonform mit diesem Interview arbeiten zu können. Im weiteren Schritt, nachdem die Daten erhoben worden sind, zum Teil ist es natürlich auch immer parallel, werden Forschungsergebnisse ausgewertet und interpretiert. Das ist jetzt sicherlich überhaupt nichts Neues für jeden, der schon mal ein größeres Forschungsprojekt vorangetrieben hat. Aber was eben dazugehören würde, was bislang auch immer dazugehört hat, was im Rahmen des Forschungsdatenmanagements aber expliziter jetzt noch zu sehen ist, dass bei der Datenverarbeitung, Auswahl und Dokumentation eben auch gewisse Regeln befolgt werden sollten, die man bestenfalls am Anfang schon im Rahmen dieses Datenmanagement-Überlegungen für sich festgelegt hat. Was zum einen die Arbeit und Analyse, Auswahl der Forschungsergebnisse selbst erleichtert, aber auch eben dann schon es einfacher macht, die Forschungsdaten dann auch wirklich in einem Repositorium zu archivieren, zu veröffentlichen und dann auch zu teilen. Das heißt, wenn Sie Ihre Daten gut dokumentiert haben zum Beispiel, fällt es Ihnen leichter, diese dann auch zusammen mit einem Forschungsdatenmanager in einem Repositorium zu beschreiben, wenn Sie zum Beispiel angeben, welche Methoden habe ich verwendet, worauf beziehen sich genau diese Forschungsdaten, dann ist einfach A, die Veröffentlichung für Sie einfacher dieser Forschungsdaten, aber dann auch eben die Nachnutzung der Forschungsdaten für andere. Das ist der Punkt, wo es dann eben um dieses Forschungsdatenrecherchieren geht, dass eben Ihre eigenen Forschungsdaten von anderen gefunden werden können, sei es, weil die da selber damit arbeiten wollen oder weil sie vielleicht einen Groll gegen sie hegen, weil sie irgendwie den Lehrstuhl von der Person geschnappt haben und sie da nachschauen möchten, ob sie irgendwas vielleicht doch einen Fehler gemacht haben, um diesen nicht ganz wahrscheinlichen Fall kurz zu erwähnen. Genau. Was ist also Forschungsdatenmanagement? Wir haben uns jetzt hier mal die Definition von Rat für Informationsinfrastrukturen hergenommen. Es gibt auch andere, die fanden wir aber ganz treffend. Auch vor dem Hintergrund, dass dieser also Mitte der Nullerjahre, 10er-Jahre gegründete Rat für Informationsinfrastrukturen sehr wichtiger Impulsgeber geworden ist, gerade in Deutschland, der unter anderem auch die Idee für diese nationale Forschungsdateninfrastruktur gegeben hat, wo auch einfach sehr viele Professorinnen und Professoren, die sich mit Forschungsdaten beschäftigen, sind aus verschiedensten Disziplinen, haben wir den gewählt. Und da möchte ich mal kurz vorlesen, das Forschungsdatenmanagement umfasst alle Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um qualitätsvolle Daten zu gewinnen, um die gute wissenschaftliche Praxis im Datenlebenszyklus einzuhalten, um Ergebnisse reproduzierbar und Daten zur Nachnutzung verfügbar zu machen und um gegebenenfalls bestehende Dokumentationsverpflichtungen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, Rechnung zu tragen. Sie sehen also, der Begriff Forschungsdatenmanagement fasst im Endeffekt die ganzen Punkte und Aspekte, die wir jetzt schon, Frau Körfer und ich, erwähnt haben, zusammen und versucht es einfach zu strukturieren und auch an Forschende eben heranzutreten, das als ein gesamtes Vorhaben zu sehen.
Genau, wir sind ja schon heute mehrfach so ein bisschen an dem Thema gestreift, dass Forschungsdaten jetzt auf einmal irgendwie so in aller Munde sind und auf einmal so plötzlich wichtig sind. Da würden wir erstmal in Frage stellen oder behaupten, dass es eigentlich gar nicht so plötzlich wichtig ist, sondern dass eigentlich Forschung schon immer mit Datenmanagement einherging. Gerade in den Geschichtswissenschaften war das aber einfach, Buch zu führen, in welchen Archiven war ich, welche Signaturgruppen habe ich mir angeschaut. Wo sind meine Exzerpte dazu? Also auch das können Sie schon im analogen Bereich quasi als Datenmanagement ansehen, was aber sicherlich in den letzten Jahren hinzugekommen ist, auch im Rahmen dieser Diskussionen, Debatten um Open Science, dass es einfach eine Krise der Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Studien festgestellt worden ist, vor allem im Rahmen der naturwissenschaftlichen Forschung. Aber das hat auch Ausstrahlungen natürlich in die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung. Und dass eben deswegen die Forderung nach Nachvollziehbarkeit von Forschungsdaten immer wichtiger wird. Ein ganz junges Beispiel in Deutschland gerade, das für hohe Wellen sorgt, ist ein Psychologieprofessor an der TU Dresden, der sehr grundlegende Studien verfasst hat für die auch psychiatrische Behandlung von Personen, wo jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, dass der reihenweise die Daten gefälscht hat oder nicht richtig damit umgegangen ist. Und da sieht man schon auch, wie wichtig es eigentlich ist, welche Konsequenzen es haben kann, wenn eben unsauber gearbeitet ist und dass man eben sowas auch nachprüfen kann. Der hat scheinbar einfach reihenweise Umfragebögen kopiert und selber ausgefüllt, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, aber auch für die Geschichtswissenschaften, wenn man sich verschiedene geschichtspolitische Debatten gerade im östlichen Europa anschaut, ist es gar nicht so weit hergeholt im Endeffekt, dass man sowas auch besser nachprüfen kann, wie die Person eigentlich zu ihren Ideen, Aussagen, Thesen gekommen ist, Argumenten. Es geht aber auch eben um die Vermeidung doppelter Arbeit. Da sind wir auch schon kurz drauf eingegangen, eben um die Möglichkeit, Forschungsdaten nachnutzen zu können. Aber auch nochmal der Hinweis darauf, dass Forschungsdatenmanagement wirklich eine transdisziplinäre Aufgabe ist, denn Forschungsdatenmanagement findet auch in den Geisteswissenschaften statt. Und Frau Körfer hat es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, im Zusammenhang mit den Digital Humanities oder auch Digital History Projekten wird es einfach auch immer wichtiger sein, nachschauen zu können, wie hat diese Person eigentlich zum Beispiel große Textmengen mit Distance Reading Verfahren eigentlich untersucht, welche Algorithmen spielten da eine Rolle, wie wurde es eigentlich angewandt. Und es ist schon allein vor dem Hintergrund wichtig, sich da Gedanken zu machen, weil einfach die Datenbestände, die in den letzten Jahren schon entstanden sind, Jahrzehnten, durch die Digitalisierung einfach immer mehr wachsen. Wenn wir uns heute Social Media anschauen, Twitter, damit wird ja zum Teil schon gearbeitet. Das wird in Zukunft sicherlich zunehmen und das wird man nicht mehr ohne digitale Verfahren untersuchen können. Und für Aussagen, die eben mit Hilfe von zum Beispiel Computerskripten, irgendwelchen kleinen Programmen und Software-Tools getätigt werden, ist es eben sehr wichtig zu schauen zu können, wie wurde das eigentlich programmiert, wie ist die Person da vorgegangen, um eben weiterhin Forschung auch reproduzierbar zu machen, aber auch nachvollziehbar zu machen, auch in den Geistes- und Geschichtswissenschaften. Und wir denken eben auch, dass es sehr wichtig sein wird, einfach durch ein gutes Forschungsdatenmanagement die Chancen für die Nachnutzung in den Geistes- und Geschichtswissenschaften zu ermöglichen. Zum Beispiel mit Hilfe von umfangreicher Sprachkorpora, die es schon gibt, auf die man aber neue Fragestellungen anwenden kann. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja gut, das sind gute Argumente fürs Forschungsdatenmanagement, warum man das machen sollte, aber damit haben Sie sicherlich recht, es wird nämlich mehr Arbeit erfordern oder erfordert mehr Arbeit, gerade am Anfang eines Forschungsprojektes erfordert es eben eine Planung, die man sicherlich einrechnen sollte und einrechnen kann aber auch mittlerweile, weil es von den Forschungsförderern auch mittlerweile die Möglichkeit gibt, dafür gesondert Mittel zu beantragen. Andererseits sind wir auch überzeugt, dass wenn man eben so ein Datenmanagement sich gut überlegt am Anfang eines Forschungsprojektes, dass es einen gegebenenfalls vor Fallstricken wie, oh mein Gott, ich hatte kein Backup, meine Daten sind verschwunden oder wo finde ich eigentlich meine Daten wieder? Das sind Fallstricke, die vielen sicherlich schon mal in der eigenen Forschung passiert sind und die man eben durch ein gutes Datenmanagement, durch eine Investition an Zeit am Anfang verhindern kann und dann auch froh ist, dass man damit keine Probleme hat.
Was vielleicht auch noch ein Problem sein könnte, wo aber die gesamte Fachcommunity auch gefordert sein wird, dass wenn nicht jeder wird sicherlich am Projektende Daten publizieren können. Wir hatten ja schon mehrfach Interviews auch angesprochen. Es kann einfach sein, dass die aus rechtlichen Gründen nicht mehr publiziert werden dürfen. Da sollte natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass der Mehraufwand für das Forschungsdatenmanagement, das im Vorlauf getätigt worden ist, nicht dann zu falschen Vermutungen führt. Der hat ja aber keine Forschungsdaten veröffentlicht. Da kann irgendwas nicht stimmen. Also da wird man sich, glaube ich, noch mal ganz gut, ganz neu darauf verständigen müssen, was eigentlich auch Forschungsergebnisse sind und was das genau bedeutet und was veröffentlicht werden kann und was nicht. Genau, ich glaube, die meisten Punkte habe ich jetzt schon en passant erwähnt, deswegen will ich diese Tabelle jetzt nicht einzeln durchgehen. Sie haben sie sicherlich auch durchlesen können und würde dann Annalena das Wort übergeben für das nächste Modul zur Datendokumentation. Ja, es gibt jetzt zwei Bereiche der Datendokumentation, die ich kurz vorstellen möchte. Einerseits das OSDATA-Metadatenschema, andererseits den Datenmanagementplan, den wir schon entwickelt haben, zumindest in Grundzügen und einige Hinweise vielleicht, was man bei so einem Datenmanagementplan eigentlich beachten soll. Gerne die nächste Folie starten. Das OSDATA-Metadatenschema basiert auf dem DataSite-Metadatenschema. Also es gab die Entscheidung, innerhalb des Projekts ein Schema zu entwickeln, das eben einerseits auf dem bekannten DataSite-Schema aufsetzt, aber auch eine Erweiterung desselben darstellt. Und OSDATA versteht sich eben als ein inter- und transdisziplinäres Repositorium, das eben viele unterschiedliche und auch diverse Forschungsdatentypen aufnehmen möchte. Und der Bedarf, eben Forschungsdaten detaillierter beschreiben zu können, kam eben auch in Gesprächen natürlich auch der Partnerinstitute, aber auch sozusagen in einer Bedarfsermittlung, die an Forschende herangetragen wurde. Genau, es ist einerseits so, dass der Bedarf eben einerseits darauf zielt, schnelleres und besseres Verständnis bei der Recherche nach Daten dadurch zu gewinnen, dass Daten eben doch noch zum Teil detaillierter beschrieben sind, als es in DataSite schon der Fall ist. Und wir erhoffen uns natürlich auch davon, dass das die Nachnutzung von Daten befördert, die dann auch in OSDATA publiziert werden. Forschende wünschen sich eigentlich zunehmend, oder das ist unser Eindruck, der an uns herangetragen wurde, gerade die Provenienz von Forschungsdaten noch genauer beschreiben zu können. Also wie sind diese Daten entstanden? Wer hat an den, also ne, sozusagen auch mit einem Blick ans wirklich mit einem, nicht nur mit einer Verschlagwortung zu arbeiten, sondern gegebenenfalls auch in einem Freitextfeld genauere Angaben zur Provenienz machen zu können. Und das sieht eben das OSDATA-Metadatenschema vor. Genau, die Erweiterung dieses DataSite-Metadatenschemas in OSDATA bezieht sich einerseits auf die fachspezifischen Zonen, die also wirklich für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa-Forschung auch entsprechend ausgefeilt sind. Es gibt eine differenziertere Sacherschließung, wie gesagt, auch die Möglichkeit, mit Freitextfeldern zu operieren, und es gibt erweiterte Angaben zur Datenprovenienz. Gerne zur nächsten Folie wechseln. Der Datenmanagementplan ist sozusagen die zweite Säule der Datendokumentation. Ich bin jetzt relativ schnell durch diese Metadatenfolie durchgegangen. Wir können da nachher in der Diskussion auch gerne noch näher drauf eingehen. Der Datenmanagementplan, das ist wirklich etwas, was uns auch sehr am Herzen liegt. Im aktuellen Projektstand sozusagen ist es wirklich Forschenden ein ganz konkretes, ein ganz konkretes Dokument, ein Tool an die Hand zu geben, mit dem Sie das Datenmanagement in Ihrem Projekt eben planen können. Und Datenmanagementpläne unterstützen die systematische Ablage, Benennung und Speicherung von Daten in einem Forschungsprojekt. Aus unserer Sicht ist es so, dass der Datenmanagementplan bereits vor Antragstellung, also schon bei der Planung eines Projekts, erstellt werden sollte und als lebendes Dokument geführt wird. Das heißt, mindestens jährlich aktualisiert werden sollte, aber auch immer dann, wenn sich sozusagen elementare Bereiche in einem Projekt ändern. Also wenn die Fragestellung sich verändert, wenn man andere Forschungsdatentypen möglicherweise verstärkt in den Blick nimmt, also alle Bereiche, die sozusagen wirklich das Datenmanagement im Projekt direkt betreffen.
Die Erstellung eines solchen Datenmanagementsplans, und das hat Arnosch ja direkt auch eben gesagt, also zu Beginn kostet Datenmanagement in einem Projekt tatsächlich relativ viel Zeit. Und das gilt auch für den Datenmanagementplan. Also gerade für Forschungsdatenmanagement-Neulinge und bedeutet es eben, dass man diesen zeitlichen Aufwand gerade am Anfang in der Planungsphase eines Projekts investieren sollte, aber dann auch durch eine effektivere Strukturierung, Dokumentation und Organisation von Daten längerfristig belohnt wird, sozusagen. Es gibt sehr viele Beratungsangebote, wie man einen Datenmanagementplan erstellt. Die gibt es einerseits online, also Sie finden verschiedene Informationsseiten, forschungsdaten.info, das zitieren wir hier auf den Folien ja auch relativ oft. Das ist eine Seite, die sich wirklich ganz auf die Wissenschaft bezogen mit Forschungsdaten auseinandersetzt. Und OSTDATA hat sich eben zum Ziel gesetzt, wirklich ein Angebot zu schaffen, das bedarfsgerecht ist. Das heißt, wir haben einen eigenen Datenmanagementplan entwickelt, der auch wirklich für unsere geisteswissenschaftliche Zielgruppe geeignet ist. Arnosch, gerne die neue Folie. Ein Datenmanagementplan hat sozusagen verschiedene inhaltliche Bereiche und ich gehe gleich noch mal kurz auf die inhaltlichen Bereiche des OSTDATA-DMPs ein. Eigentlich beginnt so ein DMP mit einer ganz allgemeinen Projektbeschreibung. Das ist in der Regel der erste Teil, also Teil 1. Als Teil 0 könnte man bezeichnen, dass auch ein Datenmanagementplan eine Metadatenzeile hat. Auch da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Nach dieser Projektbeschreibung geht es also erstmal darum, welche Daten möchte ich überhaupt verarbeiten in dem Projekt? Gibt es vielleicht existierende Daten, auch vielleicht aus meiner Institution oder aus einem Vorgängerprojekt, die ich überführen möchte in dieses neue Projekt? Das ist im Fall unserer Präsentation heute tatsächlich auch der Fall, denn das Herder-Institut in Marburg hat bereits ein 2-jähriges BMBF-Projekt zum Forschungsdatenmanagement durchgeführt und ein Teil dieser Präsentationsfolien hier sind sozusagen auch nachgenutzte Materialien aus diesem Projekt. Die Datengenese wäre sozusagen der zweite Punkt. Also einerseits gibt es Daten, die man wirklich nachnutzen kann und welche Daten kommen dann neu dazu in diesem Projekt? Der nächste Punkt in einem Datenmanagementplan ist der Workflow. Wer arbeitet an den Daten? Wie wird an den Daten gearbeitet? Also ist es stark arbeitsteilig organisiert oder eher kollaborativ? Die Datenselektion, Aufnahme und Archivierung ist der nächste Punkt, der sich natürlich aus dem Workflow ergibt. Und hier hängen wir sozusagen in dieser, wenn Sie sich den Forschungsdatenlebenszyklus von eben vorstellen, hängen wir jetzt quasi so in dieser Schleife, die sich immer wieder dreht. Die Konsolidierung, also administrative und rechtliche Aspekte, kommen natürlich auch ins Spiel. Aus diesem Workflow ergeben sich immer wieder neue administrative und rechtliche Aspekte. Und zum Schluss kommt man eigentlich dann erst zum Datenaustausch und zur Publikation oder zu irgendeiner Art von Präsentation. Genau, dann gerne die nächste Folie öffnen. Der Datenmanagementplan von OSTDATA nimmt eben jetzt auf dieses Schema Bezug, das ich eben kurz vorgestellt habe. Zuerst beinhaltet der OSTDATA-Datenmanagementplan eben diese Metadatenzeile. Also es geht auch dort darum, dass es eine bearbeitende Person gibt, die diesen Datenmanagementplan pflegt, die eine Versionierung herstellt und das sozusagen das lebende Dokument am Leben hält. Es gibt allgemeine Angaben zum Forschungsprojekt. Es gibt die inhaltliche Beschreibung von Forschungsdaten. Da geht es darum, dass man die Forschungsfrage dort hinterlegt, dass man eine Sacherschließung vornimmt, auch eine disziplinäre oder interdisziplinäre Einordnung des Forschungsprojekts. Den Umgang mit Daten während des Forschungsprojekts beschreiben ist der nächste Punkt. Also es geht tatsächlich darum, konkrete Speicherorte, Kapazitäten und auch eben die Kollaboration unter anderem in einem Forschungsprojekt abzustecken. Wer arbeitet eigentlich an den Daten? Die rechtlichen und ethischen Aspekte bei der Erhebung von Forschungsdaten, damit sind jetzt wirklich tatsächlich auch das Beispiel der Interviews ist jetzt schon öfter gefallen. Das ist eigentlich wirklich ein sehr gängiges Beispiel in diesem Kontext. Es geht wirklich um den Schutz von Personen, die dort vielleicht genannt werden oder die auch als Informantinnen auftreten und auch um Verfahren von Pseudo- und Anonymisierung. Und der letzte Punkt ist dann eigentlich die Veröffentlichung von Forschungsdaten. Also man muss sich die Frage stellen, unter welchen Lizenzen darf ich meine Forschungsdaten veröffentlichen? Kann ich sie Open Access publizieren oder muss es vielleicht sogar Zugriffsrechte geben? Darf ich möglicherweise nur die Metadaten zeigen oder
welche Verfahren kann ich mir überlegen, um vielleicht doch noch eine andere Lizenz für meine Daten zu wählen. Und es betrifft natürlich bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten möglicherweise auch Urheberrechte. Das ist nicht ganz so oft der Fall, aber auch das muss man sozusagen im Einzelfall prüfen. Sodass auch, glaube ich, hier nochmal klar wird an diesem Datenmanagementplan, dass wir mit Forschungsdatenmanagement, was ein wirklich sehr langes, großes und kompliziertes Wort ist, aber wirklich nicht immer nur auf die Publikation von Forschungsdaten hinschielen, sondern eigentlich ist es so ein Begleitprozess des gesamten Forschungsprojekts, das dann später in die Publikation münden kann, aber natürlich auch zum Beispiel für die Übergaben im Projekt. Also man hat Personalwechsel oder es kommen neue Hilfskräfte dazu oder das Projekt ändert sich durch vielleicht eine Zusatzfinanzierung und ein anderes Projekt, was man damit verbinden kann. Also es ist einfach auch dafür ein sehr gutes Tool, um eben solchen fluiden Charakter auch Rechnung zu tragen. Aktuell ist es so, dass der Datenmanagementplan wirklich in den nächsten Wochen publiziert wird und dann erstmal als Dokument auf OSMICON erscheint. Und langfristig ist es auch geplant, so ein Online-Tool dafür zu nutzen und auch eine Webanwendung aus dem Datenmanagementplan zu machen. Arnosch, gerne noch die nächste Folie. Jetzt haben wir hier wieder so eine guter Plan, aber Folie, also ein Datenmanagementplan, und das habe ich schon gesagt, dient natürlich einerseits dazu, wirklich das Datenmanagement strukturiert aufzustellen, und einige von diesen Pro-Argumenten habe ich jetzt, glaube ich, einfach schon genannt und sind jetzt schon öfter hier zusammengeführt worden. Da will ich gar nicht mehr näher drauf eingehen. Und eine Sache, auf die man vielleicht hier nochmal hinweisen kann, oder einen Punkt ist, dass die Dateiformate, die dann auch später für eine Nachnutzung in Frage kommen, unter Umständen, wenn man keinen Datenmanagementplan gemacht hat und man sich jetzt vielleicht aus einem abgeschlossenen Projekt überlegt, man könnte doch noch Daten bereitstellen und publizieren, gegebenenfalls konvertiert werden müssen. Und mit einem Datenmanagementplan verhindert man einfach, dass die Frage der Dateiformate, die wirklich nachträglich sehr viel Arbeit macht und für die man wirklich auch personelle Kapazitäten erstmal bereitstellen muss, dass man die überhaupt aufbringt. Also gerade diese Dateiformatsfrage ist eine ganz zentrale Frage, wenn es um modernes und auch effektives Datenmanagement am Ende geht. Gerne zur nächsten Folie. Wir würden jetzt die Beratungsangebote gerne vorstellen, einerseits die OSDATA bieten, aber auch die der FED Nord bietet. Und da würde ich jetzt gerne an Frau Sind übergeben. Ja, wenn es um den Dschungel geht, den man vielleicht durchschreiten müsste, um mit seinen Forschungsdaten im Projekt gut klarzukommen, gibt es natürlich, egal ob man sich mit Osteuropa oder mit Nordeuropa beschäftigt und in der Forschung unterwegs ist, eine ganze Menge Notwendigkeiten, aber eben auch eine ganze Menge Hilfsangebote, wie man durch diesen Dschungel vielleicht auch anhand eines gerade vorgestellten Datenmanagementsplans ganz gut durchfinden kann. Und Beratungsangebote können sich natürlich immer an verschiedene Zielgruppen richten, natürlich in erster Linie gerne an die Forschung, aber auch gerne an andere, die infrastrukturelle Angebote bieten, um mit der Forschung oder um mit der Forschung enger zusammenzuarbeiten. OSDATA bietet an der Stelle verschiedene Workshops an, bietet Handreichungen, Informationsmaterial an, die man alle über OSMICON gebündelt finden kann, bringt sich durch verschiedene Vorträge in unterschiedlichen Zusammenhängen genau in diesen Beratungsprozess natürlich ein, bietet auch an, Einzelberatungen zu machen und kooperiert an der Stelle, wie man mit Forschungsdaten im Forschungsprozess umgeht, wie man Forschungsdaten aber vielleicht auch finden kann oder zugänglich macht, an dieser Stelle eben auch mit verschiedenen Fachinformationsdiensten. Und einer dieser Fachinformationsdienste ist der Fachinformationsdienst Nordeuropa. Vielleicht zum Einstieg ganz kurz ein paar Worte zu dem, wie wir generell zum Forschungsdatenmanagement überhaupt gekommen sind oder zum Umgang mit Forschungsdaten. Der Fachinformationsdienst Nordeuropa ist als regionaler Fachinformationsdienst eigentlich ein eher kleinerer Fachinformationsdienst, ist aber von den Fächern her sehr breit aufgestellt, also quer durch die Geisteswissenschaften, so könnte man es vielleicht kurz zusammenfassen. Er lebt bei all seinen Services, die er für die Fachcommunity anbietet, in ganz starkem Maß von der Vernetzung. Von der Vernetzung einerseits natürlich ins Ausland, ins nordeuropäische Ausland. Das geht dann quer von der Erwerbung bis hin eben zu den Forschungsdaten,
die auch im nordeuropäischen Ausland anfallen und ja gerne gefunden werden wollen. Denn es geht ja auch darum zu sehen, wenn man selber in der Forschung drinsteckt, gibt es vielleicht schon irgendwo Forschungsdaten, die ich nachnutzen könnte. Der FID Nordeuropa lebt aber auch von der Vernetzung zu den anderen FIDs. Erstmal ganz generell, wenn es um infrastrukturelle und organisatorische Aufgaben geht. Aber er lebt auch von der Nähe und der Vernetzung, insbesondere zu einigen fachlichen, aber eben auch zu den anderen regionalen FIDs. Und da ist der Regional-FID Osteuropa natürlich ein sehr naheliegender, wenn man anguckt, wie die Region selber Osteuropa und Nordeuropa miteinander vernetzt sind an einigen Stellen. Also man guckt zum Beispiel auf den Ostseeraum, aber es gibt da natürlich auch noch andere Grenzbereiche. Neben dem FID Ost ist uns natürlich der FID Finno-Ugristik dann auch noch besonders nah. Services, die der FID Nordeuropa für seine Zielgruppe, also die Nordeuropa-Wissenschaftlerinnen im geisteswissenschaftlichen Bereich in Deutschland anbietet, werden in enger Anlehnung an die Bedarfe aus der Fachcommunity ermittelt und entstehen eigentlich immer in Gesprächen in unterschiedlichsten Konstellationen, ob das Vorträge sind, ob das irgendwelche anderen Angebote sind oder ob es auch der Fachbeirat ist, den der FID Nordeuropa hat. Und dabei spielen Forschungsdaten eigentlich seit 6 Jahren mittlerweile eine ständig wachsende Rolle bei der täglichen Arbeit im Fachinformationsdienst. Das gilt einerseits für den Gesamtrahmen, in dem sich der Fachinformationsdienst bewegt, also einerseits die Gesamtstruktur der FIDs, dass nationale Forschungsdateninfrastrukturen erstellt werden sollen, an denen sich natürlich auch FIDs beteiligen wollen. Aber es gilt, und das ist sehr typisch für den FID Nordeuropa, ganz stark auch in den konkreten Gesprächen oder bei konkreten Anliegen, mit denen Wissenschaftlerinnen auf uns zukommen, bei denen wir sie beraten können. Und so klein wie konkret war eigentlich auch der Einstieg für den FID Nordeuropa, sich mit dem Thema Forschungsdatenmanagement überhaupt auseinanderzusetzen, vor etwa 6 Jahren. Das sieht man im Überblick eigentlich auch ganz gut auf der nächsten Folie. Mal einmal weitergehen. Denn der erste Anlass, mit dem wir damit zu tun hatten, steht links oben in dem grauen Feld. Es war die Anfrage, ob wir bestimmte Sprachkorpora aus den nordeuropäischen Ländern, die aber auch zum Teil in Repositorien in Deutschland lagen, nicht bei uns in den Katalogen nachweisen könnten. Setzt man sich jetzt als Katalogisiererin hin und möchte einen Sprachkorpus nachweisen, landet man beim Umgang mit den Metadaten, die aus dem Repositorium kommen, gleich in gewissen Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben sofort auch angefangen, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Metadaten gehören in den Katalog, in den bibliothekarischen, welche Metadaten gehören in das Forschungsrepositorium und wie kann man beides zusammen mit Wissenschaftlerinnen sozusagen auseinanderhalten, dass sie an jeder Stelle genau das finden, was sie finden sollten. Ein zweites Problem, weil wir gleich mit Sprachkorpora, mit solchen Interviews, die nun auch schon öfter angesprochen waren, die persönlichkeitsgeschützt waren, zu tun hatten, war ein zweiter Punkt auch das Zugriffsmanagement, wo wir eine recht pragmatische Lösung erstmal finden konnten, indem wir das an das Zugriffsmanagement für unsere FID-Lizenzen anhängen konnten. Das ist aber nur eine Übergangslösung. Und wir hatten als dritten Punkt auch noch zu tun mit Forschungsdaten oder wir haben Anfragen gekriegt für Forschungsdaten, die in proprietären Formaten vorlagen und insofern aufgearbeitet werden sollten, damit sie auch in Zukunft der Forschung noch vorliegen könnten. Wir haben uns für alle Bereiche Fachexpertise an den verschiedenen Stellen aus unserer Vernetzung versucht einzuholen, haben also unter anderem uns mit den nordeuropäischen Clarin-Zentren, also Clarin beschäftigt sich ja mit Sprachkorpora und hat in jedem einzelnen Land ein eigenes zentrales Zentrum. Wir haben uns mit den Clarin-Zentren in Nordeuropa und den Nordeuropa-Wissenschaftlerinnen an einen Tisch gesetzt und versucht, mit dem Metadatenproblem klarzukommen und dafür auch jedenfalls den Ansatz einer für uns erstmal Lösung auszuarbeiten, wie wir die Daten bei uns im Katalog nachweisen können. Wir haben uns mit dem Zugriffsmanagement beschäftigt und haben letztendlich uns durch diese Beratung, die mit verschiedenen Partnern zusammen stattgefunden hat, langsam aber sicher da reingeschlichen, zu einem Partner zu werden für Projekte, die sich im Bereich der Nordeuropa-Forschung bewegen und in irgendeiner Form Zugang oder auch einen Ort brauchen, wo sie mit ihren Forschungsdaten hin können, also wie sie die aufbauen und wo sie die unterbringen können. Gemeinsam haben wir diese ersten Schritte in den Bereich natürlich auch mit dem parallel in Kiel aufgebaut werdenden Forschungsdatenmanagement-Bereich an der Uni Kiel oder an der UB in Kiel auch getan.
Das ist aber eher ein institutionelles Repositorium auch. Gleichzeitig hat sich für uns aber die Frage auch aufgetan, als dann die Frage kam, wo können wir Forschungsdaten ablegen oder unterbringen und in all den Bereichen auch kooperieren, um ein gutes Forschungsdatenmanagement zustande zu bringen, ob es nicht irgendwo auch ein Repositorium geben kann, was auch fachlich mit für unsere Daten sehr gut passen würde. Das passt auch in den Forschungsdatenmanagementplan der Uni Kiel mit rein, dass man erstmal guckt, ob es einen fachlichen Bereich gibt, wo man die Forschungsdaten andocken kann. Und da bot sich auch auf Basis der ohnehin vorhandenen Zusammenarbeit mit dem FED Osteuropa das Ostdata-Forschungsdatenrepositorium für uns natürlich geradezu an. Das fügt sich damit ein in eine generelle Kooperation, die ohnehin vorhanden ist. Es legt nahe, dass andere relevante Forschungsdaten auch dort sind, die dann in der WIFA Nord oder in anderen Katalogen, in Nordeuropa bezogenen Katalogen von uns nachgewiesen werden können und so gebündelt auffindbar sein könnten. Und es behandelt natürlich gerade, wenn man jetzt diese ganzen Beratungsfragen, die ich eingangs genannt habe, betrachtet, behandelt es natürlich ganz ähnliche Problemstellungen und Fragestellungen, mit denen wir auch zu tun haben. Das heißt, aus diesem ganzen komplexen Zusammenhang heraus haben sich eigentlich schon jetzt auch in der Anfangsphase eine ganze Menge interessanter Kooperationsfelder aufgetan, für die sich für uns dieses nicht selber eine eigene Infrastruktur aufbauen, sondern gucken, wo wir ein fachliches Repositorium finden können, wo wir auch dann Forschungsdaten mit gutem Gewissen sozusagen unterbringen können. Das hat sich war für uns der logischste Schritt eigentlich aus dem ohnehin sehr vernetzten Arbeiten. Und wenn man jetzt noch einen Blick auf die letzte Folie wirft, dann sieht man auch, dass sich in diesem ersten Anbahn und auch den ersten Daten, die bereits in München gelandet sind, auf Ostdata, mehrere Kooperationsfelder entwickeln könnten oder auch schon haben, die in so einer Denke, dass man gemeinsam guckt, wo man Forschungsdaten da ablegt, wo sie in einem Zusammenhang stehen können, eigentlich sehr wirksame Werkzeuge sind. Das eine ist die Datensicherung und der Zugriff auf Daten in fachlichen Repositorien, also in Ostdata. Wir beschäftigen uns natürlich oder können uns austauschen zum Umgang mit Metadaten, zur Einbindung relevanter Metadaten, vielleicht auch aus anderen Repositorien in unseren eigenen Katalog. Und der ganze große Bereich der Beratung, also der Austausch beim Aufbau von Beratungsangeboten an die Fachcommunity, ist für uns auch ein sehr interessantes Kooperationsfeld in dem Zusammenhang. Das heißt, in einem Satz zusammengefasst, sehr interessant ist diese Kooperation für uns eigentlich aus regional-fachlicher Perspektive, aus technischer Perspektive und ich habe es hier mal salopp aus Forschungsdatenmanagement inhaltlicher Perspektive. Also sowas wie eher dem theoretischen Ansatz, wie kann man ein solches Angebot gemeinsam gut entwickeln, ein ganz interessanter und wichtiger Schritt gewesen. Dankeschön. Genau, gibt es denn Fragen zu einem der Module oder vielleicht auch ganz allgemeine Fragen? Beziehungsweise, falls jetzt keine ganz konkreten Nachfragen sind, dann würden wir hier noch eine Folie zeigen, die Sie hoffentlich etwas zur Diskussion, Nachdenken, Sinieren, Fragestellen inspiriert. Genau. Nutzen Sie die Möglichkeit. Wir werden versuchen, alles, was Sie beschäftigt, zu beantworten und wenn nicht, zu notieren und im Nachgang herauszufinden.